Für die 6. Auflage des Salzburger Frauenlaufes haben sich die Verantwortlichen für eine neue Strecke mit Start und Ziel im Salzburger Volksgarten entschlossen. Mehr als 1500 Teilnehmerinnen waren der Einladung gefolgt und feierten ein Laufsportfest der Extraklasse. Laufen ist die natürlichste Form der Bewegung, ist in, macht fit und vor allem gesund. Der Frauenlauf geht bereits zum 6. Mal über die Bühne. Es ist uns auch immer ein großes Anliegen, die Frauen zu bewegen, nicht nur an diesem heutigen Tag, sondern das ganze Jahr über. Und man weiß ja, Bewegung hilft, Brustkrebs zu minimieren, also das Risiko einfach zu minimieren. Und das ist uns ganz wichtig und wir bieten über das ganze Jahr über Lauftreffs an. Wie gesagt, wir wollen die Frauen bewegen, nicht nur heute, aber heute ist natürlich der Höhepunkt. Die österreichische Krebshilfe Salzburg ist seit Anfang an dabei und freut sich über die finanzielle Unterstützung. Das war wirklich die gute Idee der Veranstalterin, der Ruth Langer, zu sagen, wir machen auch etwas Positives neben dem Laufen und wir sammeln für Brustkrebsprojekte in Salzburg. Und wir verbinden das natürlich sehr, sehr gern mit der Aufforderung, Bewegung, Bewegung, Bewegung hilft in der Prävention bei Krebs, hilft aber auch bei Krebs. Und der Nebeneffekt, den wir natürlich immer wieder haben, ist, dass wir Spenden generieren können bei dieser Veranstaltung durch verschiedenste Aktionen. Neben Hobbysportlerinnen waren auch prominente Spitzensportlerinnen am Start. Ja, ich finde das lässig ist, dass man nur Frauen laufen und sie da messen können. Und sich eine Veranstaltung finde ich generell sehr lässig, weil es ja einfach die Gemeinschaft fördert und da sehr viele Gruppen starten und das sie nachher gegenseitig pushen, was sicher lässig ist. Weil ich einfach gern walken gehe und weil ich mir gedacht habe, dass das vielleicht eine gute Gelegenheit wäre dafür. Ja, weil wir gesagt haben, wir tun den Wien, wir sind vom DM und wir sind eine ganze Firma und wir haben gesagt, wegen Spaß machen wir da jetzt mit. Meine Tante hat mich überredet und ich finde es eigentlich immer ganz lustig. Bevor es zum Start ging, gab es noch für alle Frauen ein Warm-up mit Ex-Skirennläuferin Brigitte Kliment-Obermoser. Ganz speziell laufen sehr viele Frauen oder walken sehr viele Frauen und ich glaube, dass das eine ganz gute Geschichte ist, das dann einmal gemeinsam zu tun. Jeder sollte mitmachen, nicht aus dem Thema, dass ich jetzt eine Leistung bringen muss oder dass ich jetzt die und die Zeit laufen muss oder ich will das gewinnen, sondern einfach etwas miteinander zu tun. Und ich glaube einfach, das zusammenkommen und dass man was gemeinsam macht, ist glaube ich der Hauptgrund und die Hauptmotivation mitzumachen. Kurz vor dem Start rockte dann der Volksgarten zu den Klängen von Queen We Will Rock You. Dann war es endlich soweit und es erfolgte der Startschuss für die mehr als 1400 Damen. Petra Fuchs von der Oberbank Salzburg gab das Startsignal. Die Oberbank ist eine sehr sportliche Bank und wir sagen, private oder persönliche Fitness passt natürlich zur finanziellen Fitness und man muss einfach sagen, es geht wirklich von unserem Vorstand aus, die auch alle drei sehr sportlich sind und darum unterstützen wir ganz speziell das Laufen und natürlich auch den Frauenlauf in Salzburg. Wir sind heuer 50 Teilnehmerinnen von der Oberbank, es sind sogar Kolleginnen aus Linz auch angereist und es macht uns irrsinnig viel Spaß, dass wir wieder dabei sind. Und ich glaube, es ist immer was Besonderes, wenn man auch so mit der eigenen Dress, man sieht das ja auch bei vielen anderen, es ist so eine Gruppendynamik und macht einfach Spaß. Ja. Die Strecken sind 5,2 Kilometer für die Läufer und Walkerinnen. Wer es lieber etwas länger hat, startet beim 10-Kilometer-Lauf. Im Ziel angekommen, wurden alle Läuferinnen gut versorgt und konnten die gute Stimmung genießen. Ja, gut. Ein bisschen anstrengend, aber gut. Jetzt im Ziel ist dann immer alles vergessen wieder. Nein, hat gut passt. Voll nett. Mega anstrengend am Schluss, aber super nett. Für das, dass ich so unsportlich normal bin, einfach Spaß. Durch die Teilnahme am Salzburger Frauenlauf können Frauen ihrer eigenen Gesundheit etwas Gutes tun, ihr Wohlbefinden steigern und durch Spendengeld ein spezielles Projekt, das Frauen zugutekommt, unterstützen.